are so heartless and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping. Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr schon gesehen habt, am Drohnenshot und an der Beschreibung, es geht wieder zu meinem Coach, beziehungsweise ich bin sogar schon da. Circa 7 Minuten haben wir noch Zeit, dann sollte der Coach hoffentlich da sein, wenn er pünktlich ist. Normalerweise ist der Lex ein pünktlicher Mensch, also 7 Minuten noch Zeit, da gibt es noch Pre-Workout. Kann ich wirklich empfehlen, kleines Product Placement an der Stelle, auch wenn ich nicht gesponsert werde von denen, aber West Sport oder Wast, wie wir Österreicher sagen, ist wirklich ein super Produkt. Wenn die Kamera fokussiert, Blueberry, Raspberry, Pre-Workout-Mix, richtig geil. Ja, dann hauen wir sie jetzt rein und dann gibt es ein gemeinsames Training. Und natürlich, was ich auch sagen wollte, wir werden über die Saison 2023 ein bisschen quatschen, der Lex und ich, wie es da weitergeht und was für mich geplant ist. In diesem Sinne, wie mischt man Pre-Workout am besten? Pur. Und dann spülen wir es runter mit einem Monster Energy. So, jetzt schaue ich nur gerade, dass ich da keine Sauerei mache im Auto. Probieren wir das. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich würde sagen, das schneiden wir raus, aber dann wäre es nur halb so lustig. Ja, so scoopt man es nicht, Leute. Aber das war jetzt die volle Dröhnung. West Sport Pre-Workout. Und jetzt geht's gleich los. So, da schaut mal, wer da schon ist. Servus, Lex. Tere. So, also wir sind jetzt da. Moving Wimpersing, wie ich schon gesagt habe. Und jetzt geht's dann gleich los. Wir ziehen uns jetzt noch um. Dann gibt's eine kurze Besprechung, schätze ich mal. Und dann geht's schon los. So, also Training ist absolviert. Wir haben jetzt heute nur Rücken trainiert, wie ihr gesehen habt. Bizeps wäre noch am Plan gewesen, aber wie immer haben wir wieder mal lang gebraucht. Ne? Ja, Saison 23 haben wir jetzt ein bisschen angeschnitten, wie wir weiter tun werden. Und wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir einen Aufbau machen. Also keine Wettkämpfe sind geplant für nächste Saison. Ja, habt ihr gesehen, Rückentraining. Wir haben es jetzt entschieden, beziehungsweise ich habe entschieden, dass wir so Rückentraining ein bisschen anders angehen nächstes Jahr, weil wir ja eben nur Aufbau machen, keine Diät, vielleicht ein paar Cuts dazwischen, aber wirklich reiner Aufbau. 2023 und 2024 dann wird wieder attackiert. Und wir werden jetzt das Training ein bisschen umstellen. Wir werden Trapezius, Formulatismus mehr oder weniger so gut es geht trennen, dass wir wirklich fokussiert trainieren können. Einerseits nur die Rückenbreite und andererseits dann die Dichte. Und deswegen heute die ganze Trapezius-Übungen mehr oder weniger weglassen und versucht wirklich nur reinen Latt zu treffen. Und ja, beim nächsten Training werden wir uns dann den Rest anschauen. Genau. Also auf jeden Fall cool und danke fürs Filmen. Perfekter Kameramann. Genau. Jetzt einmal duschen und nachher gibt es noch eine Carb-Mahlzeit. Da sehen wir sie dann. Aber jetzt einmal, wie gesagt, duschen und kurz Pause. Only you.
So Leute, Training ist auf jeden Fall beendet. Es war wieder mal eine richtig nice Session mit den Legs. Jetzt gibt es mal die Reisflocken. Die haue ich mal jetzt rein und dann ist heute nicht mehr viel geplant. Aber wie gesagt, bleibt gespannt, bleibt am Kanal dran, abonniert ihn, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, damit ihr keine neuen und keine weiteren Videos hier verpasst. Viel ist geplant für 2023. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was das Jahr bringt. 2023 wird auf jeden Fall eine Aufbausaison. Qualität verbessern, Masse verbessern. Und dann schauen wir mal, wie die Form wird. Und ich bin schon gespannt für den nächsten Wettkampf. Wie gesagt, dauert noch ein bisschen, aber bleibt dran am Kanal. Sagt mir auch gerne, ob ihr das Format so mögt. Ja. Immer gern ein Feedback in den Kommis da lassen. Ist sehr erwünscht. Ja. 10.000 Kalorien Challenge bin ich euch auch noch schuldig. Möchte ich hier im Kanal natürlich machen. Aber ja, jetzt erstmal sauber aufbauen. Dann schauen wir, wenn ich mit der Form zufrieden bin, nach Weihnachten, dann machen wir mal so eine Challenge. In diesem Sinne, Leute, bleibt stabil. Euer Patrick. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.